Die Sterilisatoren des Herstellers MOCOM sind sehr einfach in der Handhabung und laufen erfahrungsgemäß meistens störungsfrei. Dennoch kann es vereinzelt zu Fehlermeldungen kommen, welche jedoch in den meisten Fällen durch eine falsche Handhabung zu erklären sind. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Fehlern A250 bis A259, welche anzeigen, dass das Vakuum in der Kammer nicht erreicht wurde. Das Nichterreichen des vorgegebenen Vakuums kann viele Gründe haben. In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, einen Servicetechniker zu rufen, sondern kann ganz einfach von Ihnen beseitigt werden. Hierzu arbeiten Sie einfach die folgenden Punkte sorgfältig ab und starten Sie danach den Zyklus neu. Erstens, die Türdichtung ist undicht. Dies kann durch eine Verunreinigung oder auch durch einen Schnitt in der Türdichtung sein. Reinigen Sie hierzu die Türdichtung sowie die Anpressfläche an der Kammer mit einem feuchten, fusselfreien Tuch. Ist die Türdichtung defekt, muss diese erneuert werden. Machen Sie dies, indem Sie die alte Türdichtung entfernen. Nun können Sie die neue Türdichtung einfach einsetzen, indem Sie zuerst vier gegenüberliegende Punkte eindrücken und dann vorsichtig die restliche Türdichtung eindrücken. Gut gemacht! Jetzt kann der Vakuumtest erneut gestartet werden. Zweitens, die Kammer und Instrumente sind feucht. Auch eine feuchte Kammer oder Instrumente führt oft zu einer Fehlermeldung. Dies können Sie einfach beheben, indem Sie die Kammer mit einem Tuch trocken wischen. Auch die Instrumente müssen vor dem Sterilisieren trocken sein, denn durch zu viel Feuchtigkeit in der Kammer kann der Sterilisator durch die verdampfte Feuchtigkeit das Vakuum nicht in der vorgegebenen Zeit erreichen. Drittens, Überladung. Jeder Sterilisator darf laut Hersteller nur eine maximale Beladung bezogen auf Volumen und Gewicht aufnehmen. Zudem variiert die maximale Beladung auch bei verpackten und unverpackten Instrumenten stark. Da sich diese Angaben je Sterilisatortyp deutlich unterscheiden, sollten Sie dies sorgfältig in Ihrer Betriebsanleitung nachlesen. Eine Überladung führt in den meisten Fällen zu einer Fehlermeldung. Viertens, die Stromversorgung. Zudem empfehlen wir, den Sterilisator niemals an eine Mehrfachsteckdose anzuschließen, da wir oftmals die Erfahrung gemacht haben, dass auch hierdurch Fehlermeldungen aufgetreten sind. Kommt es dennoch zu Fehlermeldungen, sollten andere Stromverbraucher wie zum Beispiel der Thermodesinfektor, welcher an derselben Stromleitung oder Sicherung angeschlossen ist, testweise vom Strom getrennt werden, um diese Fehlerquelle ausschließen zu können. Fünftens, die Raumtemperatur. Da unser Sommer auch durch die Klimaerwärmung immer heißer werden, ist es häufig in vielen Aufbereitungsräumen in der Zahnarztpraxis wärmer als üblich. Dann ist es besonders wichtig, dass der Sterilisator ausreichend belüftet ist. Achten Sie darauf, dass die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Abstände zu den Seiten rechts und links sowie oben und auf der Rückseite eingehalten werden. An ganz heißen Tagen können Sie auch mit einem zusätzlichen Ventilator für eine bessere Belüftung des Autoklavens sorgen. Werden all diese Punkte beachtet, sollte der Sterilisationszyklus jetzt ohne Fehler durchlaufen. Sollte es immer noch zu einer Fehlermeldung kommen, ist es höchstwahrscheinlich notwendig, den Service zu kontaktieren. Hierzu steht Ihnen unser Serviceteam natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Wir hoffen, Ihnen mit unserem Video geholfen zu haben und würden uns natürlich über einen Daumen hoch oder aber auch über ein Abo freuen. Gerne informieren wir Sie auch über unseren Reparaturservice für Hand- und Winkelstücke. Neu hierbei ist unsere Kostenbremse für viele Geräte und Hersteller, sodass teure Reparaturen der Vergangenheit angehören.